Hause richtige Freunde. Es geht gleich um Feuersalamander. Unser Sohn hat sich unlängst ein Buch dazu gewünscht über Feuersalamander. Und dann habe ich ihn gefragt, was kann ich denn dazu sagen? Und er, Mama, Feuersalamander ist der Lurch des Jahres 2016 geworden. Was er allerdings nicht wusste, dass sich Feuersalamander auch in sächsischen Gärten wohlfühlen. Im Schatten der Weißbacher Kirche im Erzgebirge hausen ungewöhnliche Bewohner. Feuersalamander. Etwa 200 Tiere leben hier. Es ist eines der größten Vorkommen in Sachsen. Regnet es, werden sie munter, kriechen los, auf der Suche nach Schnecken, Regenwürmern und Insekten. Seit 12 Jahren engagiert sich der Tierfilmer Reinhard Weidlich für die Lurche im Pfarrgarten. Und mittlerweile weiß er, warum sie genau hier so gerne leben. Das Fantastische an diesem Garten ist, dass es hier sehr viele Bruchsteinmauern gibt. Das bietet Versteckmöglichkeiten, sowohl Tagesverstecke als auch Versteckmöglichkeiten für die Winterruhe. Die Mauern gehen zum Teil sehr tief rein und da gibt es frostfreie Räume, die die Salamander im Winter nutzen. Was noch sehr wichtig ist, ist der alte Obstbaumbestand hier unten im Pfarrgarten oder hier der ganze alte Laubbaumbestand, der hier sehr, sehr für Schatten sorgt und das Mikroklima günstig beeinflusst. Aber auch der Pfarrgarten ist leider kein Paradies. Vor einigen Jahren wurden die Salamander weniger. Reinhard Weidlich und der damalige Pfarrer Jörg Naumann suchten auf eigene Faust nach dem Problem. In langen Nächten sammelten, zählten und vermaßen sie so viele Feuersalamander wie möglich. Wir haben herausgefunden, dass die Anzahl der Jungtiere sehr gering war. Das lag vor allem daran, dass verschiedene Gewässer hier mit Forellen besetzt waren. Und ihr könnt euch wieder vorstellen, wenn ein Weibchen 20 Jungtiere absetzt, sind die innerhalb von 10 Sekunden weggefressen. Um dem Nachwuchs zu helfen, gruben die beiden damals eine langsam fließende Bachschleife, in der die Tiere gefahrlos ableichen konnten. Und sie zogen 50 Larven per Hand auf, die sie später auswilderten. Der Tierfilmer nutzte die intensive Zeit auch dafür, spektakuläre Aufnahmen von den Lurchen zu machen. So nah wie er sind dem Salamander wohl nur wenige gekommen. Jetzt, nach 12 Jahren, hausen die Salamander immer noch in den Bruchsteinmauern von Weißbach. Hier sind sie sicher vor Straßenverkehr und giftigen Abwässern, die ihnen andernorts das Leben schwer machen. Aber das Problem mit den Larven ist noch nicht gelöst. Jetzt, einige Jahre nach der Zählung und Erfassung, ist immer noch das Problem, dass es hier Forellen gibt in Tümpeln und Teichen, die eigentlich für die Salamander vorgesehen waren. Das ist das größte Problem. Nur gut, dass die Feuersalamander 20 Jahre und älter werden können. Ein paar widrige Jahre stecken sie weg. Und wer weiß, vielleicht wird die derzeit vakante Pfarrstelle ja wieder mit einem Salamanderfreund besetzt, der sich dann auch wieder um den Nachwuchs kümmert. Und den Feuersalamander, den gibt es noch mal zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Landidee. Und zwar im Begleitheft zum MDR-Garten, das in Ostdeutschland erscheint. Und jetzt gucken wir mal, was die nächste Sendung zu bieten hat.